kleines technisches Problem, aber das ist jetzt hoffentlich behoben und wir können starten in unserer heutigen Bildungs-Live-Sendung mit Britta Quandt. Mein Name ist Petra Schapikowski, ich führe heute Regie und beantworte gerne eure Fragen im Chat. Und heute haben wir zum Thema die Young Meridian Dehnübungen, die euch Britta heute vorstellen wird und zeigen wird. Die Yin-Meridian-Dehnübungen, das Pendant dazu, das hat schon in der Sendung vor knapp einem Jahr stattgefunden. Ich werde euch gleich den Link zu dem Video von damals noch in den Chat schreiben. Wer dann Lust hat, auch diese Übungen mal nachzumachen, kann das dann gerne tun. Und Britta wird vielleicht jetzt in ihrem Einstieg nochmal was dazu sagen, wie diese beiden Übungsgruppen vielleicht auch gut miteinander verbunden werden können. Aber dann, Britta, dann darfst du loslegen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Mitmachen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich grüße euch live aus Kleinwinternheim in der Nähe von Mainz. Und ich freue mich für alle, oder ich freue mich über alle, die live dabei sind. Und ich freue mich auch auf alle, die die Aufzeichnung noch anschauen. Und genau, Petra hat es schon gesagt, vor knapp einem Jahr, das Bildungswerk Live macht jetzt diese Sendung fast seit eineinhalb Jahren, haben wir die Yin-Variante gemacht. Die hat damals nicht so gut in die Jahreszeit gepasst. Aber jetzt heute, wie schon lange geplant und lange versprochen, kommt heute die Yang-Variante. Das war vor allem, hatten sich das die Teilnehmer gewünscht, die bei der Online-Veranstaltung die Energie zum Fließen bringen dabei waren. Die hatten sich das Video gewünscht und die Aufzeichnung, wo separat jetzt wirklich nur diese Übungsserie vorgestellt wird. Und das mache ich sehr gerne, da freue ich mich drauf. Als Einführung noch so ein paar Punkte, die mir wichtig sind zu sagen. Einmal, genau, wir haben ja gesagt, die Yang-Variante. Und die meisten oder wahrscheinlich alle von euch kennen ja dieses Zeichen Yin und Yang. Ja, wo schwarz und weiß, dieser Kreis und ein kleiner weißer Punkt im Schwarzen, ein kleiner schwarzer Punkt im Weißen. Und so eine mini-kleine Einführung dahin, dass Yin ist eben diese Energie, die Yin-Energie, die uns nach unten bringt, die uns nach innen bringt, die uns in die Ruhe bringt. Und die Yang-Energie ist eben die Energie, die nach oben steigt, die uns in unser Feuerelement bringt, die uns in unsere Kraft bringt, die uns aufweckt, die uns wach macht, die uns ja, hilft, in den Tatendrang zu kommen, also wirklich ganz passend zu der Jahreszeit, mal unabhängig von dem Wetter jetzt, aber nichtsdestotrotz ist Ende August, ist die Energie, die hier herrscht, ist die Yang-Energie. Ja? Also viele von euch merken es vielleicht, dass man mehr Lust hat, neue Projekte zu starten oder einfach insgesamt viel mehr ja, nach außen geht, nach draußen, ob es jetzt der Biergarten ist, ob das ist, Freunde einzuladen. Wir sind einfach mit unserer Energie viel mehr im Außen. Und genau diese Übungen, ich sehe gerade im Chat, Gisela hört mich nicht so gut, ich hoffe, du hörst mich gut. Ja, genau diese Energie, diese Yang-Energie, diese aufsteigende, ich sag mal, ne, in den Tatendrang kommende, motivierende Energie, die stärken wir eben genau durch diese Übung. Was nicht bedeutet, dass wir da in den Überschuss kommen, ja, also da haben wir, ja, das ist das Gute daran, sondern wir können einfach schauen, dass wenn wir sagen, oh, wir brauchen irgendwie einen guten Start im Tag, wir haben einen Tag mit vollem Programm oder so und wir brauchen einfach, wir wollen unser Energielevel anheben, dann eignen sich diese Übungen einfach wunderbar, diese Serie. Ja, also, was wir damit erreichen, ist einmal unser Meridiansystem ins Gleichgewicht zu bringen und eben diese Yang-Energie, diese energetisierende Wirkung in unserem Körper einfach unterstützen und verstärken. Und ihr werdet merken, es ist eine ganz ja, tolle Art des Energieflusses, die man im Körper spürt. Und ja, ich freue mich mit allen oder für alle oder über alle, die mitmachen. Und Petra hat ja jetzt noch gesagt,
dass ich noch was dazu sagen kann, die Yin- und Yang-Übung, wie man die kombiniert. Vielleicht können wir da auch irgendwann nochmal eine Sendung dazu machen, wo wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und zwar, wenn man richtig viel Zeit hat, ja, und wirklich sagt, ich möchte Yin, Yang, die nach oben steigende, die nach unten steigende Energie, alles ins Gleichgewicht bringen, dann kombiniert man eben diese beiden Serien, und zwar im Sinne von, dass man startet mit der Yin-Variante, ja, also der statischen Dehnübung für diese Meridian-Serie. Dann kommt die Yang-Variante, ja, wo unser Körper so ein bisschen mehr in Schwung kommt. Und anschließend machen wir nochmal die Yin-Variante, also die statische Übung. Und was ganz faszinierend ist, dass eben, wenn wir das ausgleichen, dass dann die Flexibilität in dieser Yin-Variante sich verstärkt. Ja? Also sprich, wenn ich zum Beispiel die Übung für die Wandlungsphase Wasser mache, Blase und Niere, dann machen wir eine sitzende Vorbeuge, kennen auch die Yogis von euch, die sitzende Vorbeuge, ja, und schauen, wie fühlt sich der Körper an, wie flexibel bin ich hier. Dann ergänzen wir die Yang-Variante, die ein bisschen dynamischer ist, auch so ein bisschen witzig ist tatsächlich. Und anschließend machen wir wieder die Yin-Variante. Und ich würde mal sagen, 10 von 10 Teilnehmern empfinden es so, dass dann diese Yin-Variante, also diese Vorbeuge, wesentlich intensiver ist. Sprich, ich kann tiefer in die Übung reingehen oder ich spüre auch diesen Dehnzug in Meridian oder auch in der Fasse nicht so stark. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Also so habe ich auch in der Vergangenheit in meinen Shiatsu-Lehrgängen haben wir uns morgens immer vorbereitet auf den Tag mit genau diesen Übungen. Und also auch das als Inspiration, sowohl die Yin-Übung als auch die Yang-Übung eignen sich wunderbar als Start in den Tag oder auch als Abschluss für den Tag. Ja? Also das auch nochmal so als Inspiration, wenn ihr sagt, oh, ich brauche ein bisschen Ruhe und Gelassenheit für den Tag, dann starte vielleicht eher mit den Yin-Übungen oder auch andersrum, wenn du sagst, boah, ich hatte einen anstrengenden Tag, es war alles trublig, es war alles in der Yang-Energie, dann abends in diese Yin-Übungen zu gehen, die dich ein bisschen runterbringen. Ja? Andersrum, wenn du morgens sagst, boah, ich bin so müde, ich komme irgendwie nicht aus dem Quark, aber ich möchte gerne heute so richtig Gas geben, ich möchte Power haben, ich möchte fokussiert sein, dann helfen dir diese Yang-Energien wirklich so richtig toll in Schwung zu kommen. Okay, gut. Falls ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die kurz in den Chat schreiben. Ansonsten würde ich dann jetzt loslegen. Ich habe schon gesehen, dass ich gut zu hören bin. Ich hoffe, es bleibt so. Meine Internetverbindung sagt mir gerade, dass ich mittel bin. In Schulnoten vielleicht eine 3+, aber das ist ja, was wir immer anstreben. Wir wollen ja gar keine Einserschüler sein, wir wollen ja gar nicht hervorragend sein. Mittel reicht ja auch. Ich hoffe, dass das auch in Bezug auf die Internetverbindung gilt. Und dann würde ich sagen, wenn jetzt nichts mehr kommt an Fragen, würde ich sagen, wir starten. Und so wie bei allen Energieübungen oder auch wie bei allen ganzheitlichen Bewegungsformen starten wir natürlich nicht sofort in die Bewegung, sondern wir starten erstmal, dass wir den Fokus nach innen lenken und so ein bisschen ankommen und uns sammeln. Okay. Ich hoffe, ihr habt alle eine Matte parat gelegt, habt genug Platz rechts und links, habt auch geklärt, dass ihr nicht gestört werdet von Freunden, Partnern, Tieren, Hunden, Kindern. Und dann legen wir los. Okay. Also, komm an auf deiner Matte und stell dich so ein bisschen breiter als Hüftgelenk frei. Das heißt, so ein Querfuß hat ungefähr Platz zwischen deinen Füßen. Und du stehst aufrecht, du spürst deine Füße auf dem Boden. Und wenn es dir hilft, die Augen zu schließen, um den Fokus nach innen zu lenken, dann mach das gerne. Wenn es dir unangenehm ist, die Augen zu schließen, dann lenk den Blick einfach so auf einen Punkt. So, einfach leer in den Raum schauen. Und ganz ohne irgendwas zu erwarten, ganz ohne zu bewerten, schau einfach mal, was kommt.
dein erster Eindruck, deine erste Begegnung mit deiner Innenwelt, mit deinem Körper? Wenn du den Blick von außen nach innen richtest. Der Körper spricht nicht in Worten mit uns, sondern in einer ganz subtilen Art und Weise über Energie, Gefühle, Emotionen, Empfindung, alles Energie. Manchmal können wir das auch gar nicht so genau in Worte fassen, weil es oft zu subtil oder manchmal auch zu groß und zu mächtig ist. Also spür dich einfach mal rein. Was sagt dir heute Vormittag oder wenn du die Aufzeichnung vielleicht zu einer anderen Tageszeit schaust? Was sagt dir jetzt dein Körper? Wie ist die Sprache deines Körpers? Ich selbst empfinde das oft als Bilder. Diese Bilder können sein rund oder eckig, groß oder klein, eng oder weit, symmetrisch oder asymmetrisch, ausgerichtet oder irgendwie schief oder schräg. Und oft machen wir so eine Reise durch den Körper, durch die einzelnen Körperteile. Und aber jetzt möchte ich das einfach nur wahrnehmen, wie ist die Energie ganz subtil, ganz individuell. Wenn du keine Worte findest, vielleicht findest du ein Bild, eine Farbe, eine Grafik, ein Gefühl. Einfach nur für dich. Und dann nehmen wir gemeinsam drei tiefe Atemzüge, um gleich die Yang-Energie zu starten und die Übungsserie zu starten. Atme ein, wenn du magst, gerne die Arme über die Seite nach oben. Atme aus, dass die Arme über die Seite wieder sinken. Atme gerne auch über den Mund aus. Einatme über die Nase. Du magst, dass die Arme über die Seite die Flügel nach oben gleiten, ausatmen, lass die Arme sinken. Letzte Mal. Einatmen, zieh die Arme über die Seite nach oben, atme ein. Und ausatmen, lass die Arme mit Leichtigkeit sinken. Und wenn die Hände neben deinem Körper hängen, dann öffne deine Augen. Wunderbar. Ich hoffe, ihr habt alle ein gutes Bild für euch gefunden, wie ihr den aktuellen Energiestatus in eurem Körper wahrnehmen könnt. Und da gibt es kein richtig falsch, ja? Das ist jeden Tag anders, ist super individuell, ja, was ihr erlebt habt. Es gibt so viele Dinge, die unser Energiesystem beeinflussen. Also hör einfach darauf, was für dich jetzt stimmig ist, ja? Was die Antwort ist, die dein Körper gibt. Und wir starten mit der ersten Übung, ja? Die Übung heißt ungefähr frei übersetzt, der Vogel, der fliegt oder die Vogel fliegen. Ja? Und das sieht so aus. Ich starte ganz intuitiv mit irgendeinem Bein, das Bein, was automatisch gerne als erstes fliegen möchte. Und ihr springt nach vorne und zieht die Arme nach oben. Ja, und dann dürft ihr mitmachen. Und von der Seite sieht das so aus, dass dann das andere Bein nach hinten zieht. Und du spreizt die Hände ganz weit. Die Handflächen zeigen nur nach vorne. Die Finger sind ganz weit gespreizt und du springst auf das vordere Bein und spürst die ganze Körpervorderseite ganz langgezogen wird. Mit so ein bisschen Schwung, mit so ein bisschen Dynamik.
einmal und dann darf das andere Bein auch mal nach vorne springen. Vielleicht spürst du den Unterschied. Hopp. Und nach vorne eine Weite spreit. Fingerspitzen zeigen nach oben. Letztes Mal. Okay. Und ankommen. Und nachspüren. Auch das sind so die Qualitäten von Yin und Yang. Yang nach außen gehen, in die Dynamik. Yin nachspüren. Was macht das mit mir? Was hat das jetzt, diese mini-kurze Übung, in meinem Körper verändert? Okay. Und dann gehen wir in die nächste Übung. Diese Übung eben war für die meridiane Lunge und Dickdarm, ja, also das Element Metall. Und jetzt gehen wir zur Wandlungsphase Erde. Und das ist der Magen- und Milzmeridian. Ja, die Yin-Variante, dann legen wir uns nach hinten, bringen das langsam länger auf die Vorderseite. Und das hier ist jetzt so ein bisschen dynamischer. Und zwar laufen wir einfach hier mit den Beinen auf der Stelle. Ja? Also du sitzt, du Fersen sitzt und deine Knie wandern einfach auf und ab. Drängt das euch nach vorne. Die Hände kannst du einfach locker auf die Oberschenkel legen. Und du spürst, dass dadurch auch so ein Stretch, so eine Dehnung entsteht auf der Fußvorderseite, also auf dem Fußspann. Und die ganze Vorderseite deiner Beine kommt hier in eine dynamische Bewegung. Ja, gerade auch unsere Schuhe im Sommer vielleicht ein bisschen weniger als im Winter haben ganz oft viel zu wenig Bewegung. Sowohl die Fußsohle als auch der Fußspann, weil den meisten Menschen der steigt, sehr unbeweglich. Und diese Übung kann dir hier so ein bisschen helfen, auch da in die Flexibilität des Fußspanns zu kommen. Ganz anders als so dynamische gehaltene Übungen wirkt sich diese Variante einfach auf eine eigene Art und Weise auf unser Energiesystem auf. Okay, das ist zwei, dreimal und dann hältst du einfach einen Moment in der Ruhe, spürst dich in den Körper, spürst dich in die Beine hinein. Dann kannst du ein Witzeln oder ein Kribbeln wahrnehmen. Dann sind wir langsam dann auch. Okay. Gucken wir mal, ob alles in Ordnung ist. Gut. Seht ihr mich noch gut? Hört ihr mich noch gut? Sehr schön. Okay. Gut. Dann machen wir weiter. Und zwar schon jetzt Herz und Dünndarm. Die Fußsohlen liegen zusammen. Und ihr kommt in so einen aufgerichteten, ja, Diamantsitz nennt man das, glaube ich. Okay. Und hier schaukelt ihr einfach nach rechts und nach links. Und ich weiß, dass in dieser Position es vielen schwerfällt, den Rücken aufzurichten. Schau, dass du einfach so gut du kannst, den Rücken aufrichten und dein Herz nach vorne hebt, die Schultern nach hinten ziehst. Aber das ist gar nicht unser Fokus in dieser Übung. Du schaukelst hier auf dem Becken von rechts nach links immer so weit, dass die Beine sich zu den Seiten ablegen. Und viele von euch werden sicher spüren, dass so der Bereich der Sitzknochen ein bisschen, ja, berührungsempfindlich sind. Ja, viele Ansatzpunkte für Muskeln, sowohl für die Beine als auch für das Becken. Und das ist ja auch eine Übung, die man nicht so ganz alltäglich macht.
schaukelst du hin und her und währenddessen aktivierst du die Energie von Herz und Rinde an kleine Feuer. Zünde kleine Feuer in dir an. Und dann kommst du zur Mitte, dass die Übung so von alleine ausschwingen, bis du zur Ruhe kommst. Entweder bleibst du genau in dieser Position oder dann kannst du auch die Beine gleich kreuzen und die Hände auf die Knie legen. Und für einen kleinen Moment nachspüren. Was nimmst du wahr? Und genau wie am Anfang. Alle Antworten, die dein Körper dir gibt, sind genau richtig. Öffnest du deine Augen? Und dann kommt als nächstes das große Feuer. Dafür stehst du auf. Stell dich ein bisschen breiter hin, so ungefähr so breit wie eines deiner Beine lang ist in Position. Du legst die Hände in deine Ellenbogen, verschränkst sie und lässt den Rücken jetzt wirklich rund hängen. Ja, hier geht es darum, dass der Bereich der Brustwirbelsäule, also der Schulter, dass er rund ist. Und je nachdem, wie deine Körperproportionen sind, wie lang deine Arme, wie lang deine Beine sind, sind die Ellenbogen entweder vor den Oberschenkeln oder an den Knien. Aber so, dass du wirklich merkst, der obere Rücken ist rund, der Bereich der Schulterblätter, schau mal bei mir, ja? Also so oberhalb des Bereichs, wo der BH-Verschluss bei Frauen ist, der soll richtig rund sein. Schau mal, wie du diese Position findest. Deine Füße sind nach außen geöffnet, dass du guten Stand hast. Jetzt beginnst du sie einfach dynamisch hin und her zu schwingen. Und diese Übung heißt Bärenschaukel. Frag mich bitte nicht wieso. Ich stelle mir einfach so einen großen, gemütlichen Braunbär vor, der vielleicht in seiner Hängematte hin und her schaukelt. Aber woher dieser Begriff kommt, I don't know. Lasst eure Fantasie frei laufen, warum das jetzt Bärenschaukel heißt. Das ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung, wie ein Bär in einer Schaukel ist. Und während du so hin und her schwingst, kannst du deinen Oberkörper auch ein bisschen drehen. Das heißt, wenn du nach links schwingst, dann schiebst du deinen rechten Ellenbogen hier mal nach vorne. Und genau auch andersrum, wenn du nach rechts schwingst, dann schiebst du deinen linken Ellenbogen, diagonal nach vorne, dass sich auch deine Flanke ein bisschen streckt. Und hier geht es wirklich im Fokus um den Bereich zwischen deinen Schulterblättern. Also spüre ich wirklich da rein, beide Schulterblättern, der obere Rücken, der hintere Brustkorb. Hier darf jetzt die Energie fließen. Natürlich aber auch deine Atmung aus und lass den Atem ganz frei fließen. Und wird langsam kleiner in der Bewegung. Und dann hängst du deinen Oberkörper mal locker nach vorne aus, schüttelst ihn so ein bisschen locker aus. Und dann rollst du langsam nach oben, indem du den Steißbein einrollt, den Bauch nach innen lenkt, Wirbel für Wirbel in den aufrechten Stand kommt, die Füße schließen, die Arme hängen lassen und für einen Moment die Augen schließen. Indem du die Augen schließt, lenkst du den Blick nach innen, deinen Körper mit all deinen vielschichtigen Energien.
kann mit dir sprechen. Mit einer ganz eigenen Sprache. Sag dir dein Körper das alles. Und öffnest du wieder deine Augen und wir kommen zu einer Übung. Da erinnere ich mich immer noch gerne an meine Physiotherapie-Ausbildung vor vielen Jahren. Da hieß diese Übung, die wir jetzt dynamische Variante von Blase und Nierenmeridian, also sprich den, der Wandlungsphase Wasser nennen. Das hatte meine damalige Lehrerin immer den Schinkengang genannt. Ich könnte damit so ein bisschen näher anfangen. Übrigens auch eine wunderbare Übung, um den Beckenboden zu kräftigen. Also wir sitzen aufrecht und schaut mal, dass ihr nach vorne so ein bisschen Platz habt. Ja, dass vor euren Füßen vielleicht noch so ein Meter Platz ist. Ansonsten rückt vielleicht nach hinten oder dreht euch im Raum. Ihr braucht ein bisschen Platz nach vorne raus, über das kurze Ende eurer Matte. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der Schinkengang funktioniert. Und zwar, ihr lauft quasi auf den Sitzknochen. Und die Beine bewegen sich mit ein bisschen wie so diese alten Lokomotiveisenbahnen. Ja? Okay, und wir starten. Wir laufen einfach Stück für Stück mit dem Sitzknochen nach vorne. Die Arme bewegst du einfach locker mit. Die Fersen schleifen locker auf den Boden. Wenn du vorne angekommen bist, egal ob eine Wand ist oder ein Schrank oder was auch immer, rückst du einfach nach hinten bis zu dem Ende, der in deinem Raum ist. Und dann startest du von vorne. Du kannst dir das Bild von so einer Eisenbahn vorstellen oder auch das Bild von so einem Mississippi-Dampfer. Und Bein für Bein läufst du nach vorne. Wir machen noch eine Runde. Ich weiß nicht, wie groß dein Raum zu Hause ist. Vielleicht sind es bei dir auch 5 oder 6 Runden. Und dann läufst du wieder bis irgendein Möbelstück hier das Ende weit. Und dann kommst du auf die Matte zurück in den langen Sitz. Gerne kippt die Knie so ein bisschen nach außen, nach rechts und links, wenn du da bequem mal sitzen kannst. Und wieder lenk den Blick nach innen und lausche. Unserem Körper müssen wir auch gar keine Fragen stellen, sondern einfach nur zuhören und die Antworten kommen ganz von alleine. Dazu, was deine Antworten sind, die dein Körper gibt. Und dann öffnest du wieder deine Augen und wir kommen zur 6. und letzten Übung, die Wandlungsphase Holz mit den Partnermeridianen Gallenblase und Leber. Laufen an den Innen- und Außenseiten unseres Körpers und ja, sind bei vielen Menschen ein großes Thema, ein großer Fokus. Aber da können wir vielleicht beim anderen Kurs mal drauf kommen. Das ist nicht zugehen, wenn wir dann immer noch die Leistung machen. Okay, aber die dynamische Variante von Wandlungsphase Holz sieht so aus. Ihr beugt ein Bein und ein Bein ist gestreckt und in etwa, ja, ich sehe euch jetzt nicht, ich weiß nicht, wie eure Körperproportion, wie eure Flexibilität ist,
in die Richtung, dass die Ferse am Becken ist und das Bein gestreckt. Und an dieser Stelle noch was ganz, ganz Wichtiges und was mich auch so fasziniert und begeistert an diesen Meridian-Dehnübungen im Vergleich zu vielen anderen Bewegungssystemen, wo es oft darum geht, dass man irgendwelche Vorbilder hat und gesagt hat, so muss das in der äußeren Form aussehen und wenn du das so toll machst wie dein Lehrer, dann bist du, ich sage jetzt mal ganz provokativ, dann bist du erleuchtet. Was ich so wunderschön finde bei den Meridian-Dehnübungen, es geht überhaupt nicht um die äußere Form. Also wenn dein Rücken ein bisschen rund ist oder dein Knie wesentlich höher steht oder dieses Bein gebeugt ist, weil es für dich einfach besser passt, für dich und für dein Energiesystem, dann ist das wunderbar. Ja? Also das Ziel dieser Übung sollte einfach sein, dass du einen Effekt spürst, dass du spürst, dass du dein Energiesystem berührst, auf deine ganz persönliche Art und Weise. Und ich denke, dass alle von euch jetzt immer, wenn wir nachgespürt haben, nach den Übungen einen Effekt gespürt haben, irgendeine Art von Wirkung im Körper. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, dass man wahnsinnig weit sich nach vorne beugen kann, sich toll bewegen kann oder super elegant aussieht dabei oder irgendwo eine Position dafür fotografieren könnte und die auf einem Magazin ist, sondern es geht wirklich darum, dass du in eine Bewegungsform kommst, die dich und dein Energiesystem in eine Balance oder in eine Richtung der Gleichgewicht bringt. Ja? Also das ist immer ganz wichtig an dieser Stelle, wenn wir diese Vorgaben machen, geht es immer darum, dass du spürst, was dir gut, was deine Position ist. Ja? Also das ist nochmal ganz wichtig, sowohl bei den Yin als auch bei den Yang-Übungen. Okay, ein kleiner Exkurs zurück zur Übung. Einmal ist gebeugt, einmal ist gestreckt. Ist auch egal, mit welcher Seite ihr anfangt, arbeitet da ganz intuitiv. Okay, und wir beginnen jetzt, uns über das gebeugte Bein zu drehen. Das heißt, du rotierst, in meinem Fall jetzt nach links, du hast euch nach rechts, setzt die Hände auf, drehst dich nach hinten und dabei dreht sich automatisch dein ausgestrecktes Bein nach vorne, ja, sodass das Knie hier in Richtung Boden schaut. Und du schaust nach hinten, ja, in deiner Flexibilität, in deine Rotationsfähigkeit. Und dann kommst du wieder zurück. Und die Arme, die gehen einfach so ganz begleitend dazu. Und weil es ja Yang-Übungen sind, machen wir sie ganz dynamisch. Drehst dich, hopp, und kommst wieder zurück. Drehen, das lange Bein dreht sich, und kommst wieder zurück. Schau mal, wie dein Tempo ist, wie ein guter Rhythmus für dich ist. Dann rumdrehen und gleichzeitig auch dein Bein. So auf dem Boden hin und her kullert. Hin und her. Und auch da gibt es keine Zeitangaben, keine Wiederholungsangaben, dass man sagt, man muss es 10-mal machen, man muss es 5-mal machen. Schau mal einfach, wie es dir geht. Natürlich, jetzt sage ich das vor, aber wenn du das irgendwann alleine praktizierst, dann schau einfach, wie es dir gut tut. Wann sagt dein Körper, jetzt spüre ich den Effekt, jetzt fühlt es gut an, möchte ich nachspüren oder auf die Seite wechseln. Für mich und mein Körper ist jetzt dieser Punkt gekommen. Vielleicht magst du mich begleiten. Einfach auf die andere Seite. Einmal ist gewollt, einmal ist gestreckt. Und wir drehen. Jetzt zur anderen Seite. Und vielleicht geht es dir genauso wie mir, dass wenn man jetzt auf dieser Seite dreht, dass es sich erstmal so ein bisschen steif und ein bisschen fester anfühlt. Vielleicht geht es dir auch ganz anders. Ja? Horch rein und geh einfach mit dem Fluss mit dem Fluss, mit deinem Körper die Anzahl. Und das Schöne ist, das ist auch das Feedback, was ich von Teilnehmern oder auch Patienten, denen ich das zeige, immer kriege, dass du von Mal zu Mal, von Wiederholung zu Wiederholung auch in der Zeit der
immer wieder verändert, die Flexibilität sich sofort anpasst, das innere Gefühl, was du dazu hast, sich immer wieder anpasst und das ist das Schöne daran. Und dann kommen in irgendeine Form des Sitzes, vielleicht im Fersensitz, schneller mit langen Sitz, um auch diese sechste und letzte Übung nachzuspielen. Wo fließt die Energie jetzt in deinem Körper? Was kannst du wahrnehmen? Ohne große Worte darüber zu verlieren, legst du dich jetzt auf den Rücken. Die Yogis unter euch kennen das als Shavasana. Und Shiatsu sagen wir einfach Ruhestellung. Und endlich genau das Gleiche. Wir möchten all die Energie, die wir mobilisiert haben, Harmonie, die wir hier und da in gewissen Regionen unseres Körpers hergestellt haben, verteilen, vergrößern, ausbalancieren. Und ich finde am allerwichtigsten genießen. Das nicht tun, genießen. Wem fällt das schon leid? Und in dem Moment, wo du es dir selbst erlaubst, nichts tun zu genießen, dein Druck vielleicht gar nicht sinnig ist, tief oder produktiv. Nur dich darauf einlässt, dir zu erlauben, das tun zu genießen, wirst du auf ganz tiefer Ebene dafür gewohnt werden. So wie jetzt. Spür einfach deinen Körper. Spür, wie die Atmung ganz rhythmisch ein- und ausfließt. Und spür dich. Ganz egal, wo du jetzt bist, wann du jetzt bist. Wenn die Sprache deines Körpers sagt, dass du diesen Moment noch ausweiten möchtest, einfach liegen bleiben, einfach in diesem Seinszustand noch eine Weile verharren möchtest, dann mach es einfach. Vielleicht magst du den Bildschirm ausschalten, Video ausschalten und mach Momente für dich sein. Wenn es allerdings für die Zeit ist, ja zurückzukommen, dann kannst du mit mir gemeinsam jetzt wieder anfangen, dich zu bewegen, dich zu recken, dich zu strecken, die Hände zu falten, die Füße zu kreisen und dann die Knie langsam zum Körper anzuziehen.
dann schau mal, ob das irgendwas gibt, ob dein Körper noch braucht, vielleicht ganz intuitiv, noch irgendeine Dehnübung, irgendeine Position, ob man sich auch noch auf die Seite legen. Mach das, was jetzt sich stimmig anfühlt, wo es für dich passt. Dann leg die Hände in die Kniekehlen, nach oben. In einem Schneidersitz oder irgendeinen anderen aufrechten Sitz. Und schließ bewusst die Stunde ab. Atme nochmal ein, lass die Arme über die Seiten nach oben ziehen. Atme aus, lass die Arme sinken. Einmal einatmen, die Arme steigen auf. Aus, atme die Arme sinken. Mal die Arme steigen auf. Auslassen, die Arme senken nach unten. Öffne langsam deine Augen. Und dann darfst du wieder in hier und jetzt ankommen, in diesem Moment. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es geht euch gut. Und Petra hat schon geschrieben, wenn ihr noch Fragen an mich habt, dann schreibt sie gerne in den Chat. Die Aufzeichnung wird es auf der Bildungswebseite geben und wie immer verlinke ich das natürlich auch auf meiner Webseite. Also für die, die live dabei waren und sagen, ach cool, das möchte ich mir gerne nochmal gönnen, das hat mir gut gefallen oder das hat mir gut getan, dann schaut euch gerne die Aufzeichnung an. Die ist immer so nach, je nachdem, nach 1 bis 2 Tagen, aber in der Regel eigentlich spätestens nach 48 Stunden online. Und dann verlinke ich euch das gerne auch auf Social Media und auf meiner Webseite. Genau. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich dann jetzt an Petra übergeben. Vielen Dank, liebe Britta. Vielen Dank auch für die schönen Übungen und ich hoffe, dass die, die mitgemacht haben, dass es denen jetzt auch wunderbar gut geht. Also zumindest beim Zuschauen hat man schon einen Eindruck gewinnen können, dass es Übungen sind, die einem dem eigenen Körper richtig gut tun. Und wer die Sendungen noch im Nachgang gucken will, findet alle Informationen dazu auf www.bildungswerk.live. Den Link habe ich auch schon eingesetzt und dann bleibt mir für heute auch nur noch zu sagen, morgen geht es natürlich weiter mit Bildungswerk live, dann ist mein Kollege Markus Böhm um 13 Uhr in der Sendung und da geht es um was ganz anderes und zwar um die Motorradkultur, wie sie wurde, was sie ist. Das ist ein Gespräch zwischen dem Organisator, unserem Kollegen Markus Böhm und einem langjährigen Teilnehmer bei dieser Tour. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Mitmachen und hoffe, dass ihr demnächst wieder mit dabei seid, wenn das heißt Bildungswerk live und wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss, bis bald.